Zweiter bei dir und hier bei uns in Courchevel. Dina Maase führt mit 3 Sekunden zum Beispiel auf Rang 12. Das ist unglaublich. Eva Maria Brehm, die nächste aus dem ÖSV-Team, hat zuletzt einen leichten Aufwärtstrend gezeigt in St. Moritz auf Rang 18. Ja, gut, dann ist er sehr gut unterwegs. Wir schauen, das ist das meine mit der Bewegung. Sie hat eben gute Dynamik drinnen und das zahlt sie absolut aus. Und jetzt faddelt sie einen mit dem Arm. Das, hoffentlich bringt sie jetzt das nicht zu stark aus dem Rhythmus, aber ich habe das Gefühl. Ja, das schaut schon ganz gut aus, da wieder über die Welle. Hat sie gut korrigiert. 52er Zeit wäre schön, ja, ganz gut. 1,77 gut dabei. Dieser Platz in den Top 10 absolut möglich. Eine sehr saubere Fahrt von der Eva. Und jetzt fast kämpfen die letzten Meter. Es müsste eine 12er Zeit sein, um da noch reinzufahren. Geht sie ja, aus. Bravo, Rang 10. Gute Startnummer auch für den zweiten Durchgang für Eva Maria Brehm. Jetzt 2,84 zurück. Dina Maase vorne und gleich 5. Die nächsten Stimmen gibt es jetzt aus dem Zielraum. Bei mir steht Eva Maria Brehm momentan jetzt auf Platz 12 und das Lob von Alexandra Meisnitzer gebe ich natürlich gerne weiter. Sie haben sich mit Fernsehen heute vorbereitet. Wie genau? Ja, das stimmt. Also bei uns die Einfahrstrecke in der Früh, die ist relativ wach, also ganz anders wie der Rennhang und das habe ich dann bald einmal sein lassen und habe mir gedacht, ich schaue mal bei den Herren in alter Partie an, wie ich das nicht fahren muss. Also ein bisschen Anleihe genommen bei Ted Ligerty. Jetzt wurde es immer schwieriger, was die Strecke betrifft. Haben Sie die Informationen oben schon gehabt und wie haben Sie darauf reagiert, um diesen tollen Lauf hier hinzulegen? Ich habe schon Informationen gekriegt am Start, habe mir aber heute im Fernsehen eine halbe Läuferin noch geschaut, muss ich sagen, also einen halben Lauf, weil ich habe gesehen, dass es so schwierig ist und dann habe ich mir gedacht, das schaue ich mir jetzt gar nicht um, ich kämpfe mir einfach irgendwie auch und es scheint ganz gut funktioniert zu haben, die Taktik. Wie haben Sie es denn selbst beobachtet? Was ist denn das Schwierige von für Außenstehende ja nicht unbedingt nachzuvollziehen? Erstens ist es sehr schwierig vom Untergrund, es ist ziemlich eisig, aber sehr unruhig, das heißt, es ist sehr schwer, den Ski auf Zug zu bringen und auf Zug zu halten, weil durch das, dass es so unruhig ist und so schlagt, verliert man immer wieder am Druck am Ski und der Kurs ist sehr drehend, das macht es natürlich körperlich noch einmal sehr anstrengend. Der Plan aus Ihrer Sicht für den zweiten Durchgang? Der Plan ist ganz eindeutig alles oder nichts. Ich bin seit Sommer sehr gut in Form. Die ersten Rennen waren leider total für die Fische und jetzt bin ich einmal in halbwegs Ausgangssituation und jetzt werde ich alles auf Karten setzen und hoffen, dass das passt. Alles Gute dafür. Danke. Eva Maria Brehm, sein Top-10-Platz wäre schon ein tolles Ergebnis für sie wieder. Nach langer Zeit wieder mal, hat sich schwer getan in den ersten 3 Rennen dieser Saison. Ja, sie war beim Interview nach dem ersten Durchgang sehr gelöst und sehr locker und hat gesagt, sie freut sich, sie wird jetzt einfach versuchen zu attackieren, weil das heute die Möglichkeit ist, zu zeigen, was sie drauf hat. Und das macht sie auch gerade. Tolle Fahrt oben dann, nicht einmal 3 Zehntel verloren. Das ist sehr gut. Und jetzt toll auch die Bedingungen im Mittelteil. Ja, sie hat jetzt wirklich eine ganz gute Sicht und ich hoffe, sie kann es nutzen, weil in den letzten Rennen hat sie das noch nicht so rüberbringen können, wobei sie im Training sehr gut in Form ist. Also jetzt konzentriert bleiben und auf keinen Fall Respekt zeigen. Mal kurz ausdrehen. Hoher Luftstand da von Eva Maria Brehm. Noch einmal reingebissen in den Hang. 4 Zehntel und noch Vorsprung für sie. Und jetzt muss sie freigeben. Jetzt ist wichtig, die letzten Tore, da geht es jetzt ziemlich direkt ins Ziel. Jetzt hast du aktiv bleiben. Der Kopf spielt wieder voll mit bei Eva Maria Brehm. Happy und zur neuen Bestzeit. 500. Vorsprung auf Michaela Schifrin. Und das ist einiges wert. Schöne Reaktion, gell? Brehm also jetzt vor Schifrin, Dominik Giesin auf Rang 3 und Michi Kirchgasser auf Rang 4. Ein wirklich tolles Rennen. Sie hat gezeigt, wenn es technisch schwierig ist, dann ist sie voll dabei. Hier 1,39 Rückstand, noch knapp vor Michi Kirchgasser, eine Hundertstel vor ihr. Ja, und der Hans Dotter, die mit der hohen 13. war sie nach dem ersten Durchgang. Die Zahl 13 scheint auch Glück gebracht zu haben. Eva Maria Brehm, Gratulation zu deiner Top 10. Wie zufrieden sind Sie selbst? Ja, danke. Top 10 war sicher das Ziel heute. Ja.
bin schon zufrieden, weil ich habe bei den ersten paar Rennen gesehen, was auch mit einer guten Form für ein schlechtes Ergebnis ausschauen kann. Deswegen bin ich heute schon zufrieden. Allerdings muss ich sagen, geht da noch viel mehr. Und das ist das, was, ja, was ich mir zu Herzen nehmen werde für Jahre, dass ich das bisschen mehr, was noch geht, da auf den Punkt einmal bringe. Alles Gute dafür. Danke. Ja, wie lange bleiben Sie noch vorne, die beiden Damen, Frieda Hansdotter und Eva Maria Brehm? Denk in Aure, die Chancen hat sie auf jeden Fall im Slalom und im Riesentorlauf. Das ist der Blick noch einmal auf das Gesamtergebnis eines turbulenten Riesentorlaufs auf der Rumpelpiste hier in Courchevel. Und in wenigen Sekunden.